Die 6. Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Was ist in 30 Sekunden? Boah, geile Atmosphäre. Hier ist Wasser und hier ist das kalte Russland. Ich hab nicht alles verstanden. Der Gulag, Part 10. Ah, da scheint wohl dieses Gefängnis zu sein. Er flickert besser, sonst endet ihr wie die Terroristen im WTC. Im WTC, glaube ich, ne? Boah, geil. Solche Level mag ich so. Level, wo man aus dem Fahrzeug schießen muss. So, Reloading! Ah! Scheiße! Ja, vielleicht erwischt die Granate dir. Nein, tut's nicht, schade. Wie im Mittelalter hier. Okay, ich halte mich gerade fest. Oder auch nicht. Ich habe ja beide Hände an der Waffe. Ich verschaffe Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulag bedeutet der Navy im Moment nicht viel. Verdammt, Amis. Ich dachte, das wären die Guten. Schluss damit, Ghost. Ruhig bleiben. Okay, dann landen wir mal in der Burg. Stürmen wir den Burgherrn! Ich glaube, ich nehme mal eine Waffe. Die ist ja nur für Sniper ausgelegt. Oh, sorry, Zero. Ah, ich glaube, hier sollte ich doch meinen Sniper wieder auspacken. Was? 2 Uhr? Red Deutsch, sag einfach rechts oder links. Ich hab leider keine Uhr dabei, sorry. Ja, jetzt komm. Steht's auf. Hä? Da steht Folgen, also habe ich gerade momentan nichts zu tun, außer diese Typen da abzuknallen. Ach, der Heli übernimmt schon die Arbeit, na dann. So, wo jetzt? Ah, hinter diesem Zaun da, okay. Nein, ich will... Ja, sowas will ich, genau. Die Granate wird den kaum treffen, glaube ich. Ah, hat sogar ein paar getroffen, hätte ich nicht gedacht. Ah, runter. Warte jetzt mal kurz, ich bin angeschlagen. Okay, worauf soll ich jetzt schießen? Da steht kein Ziel, also kann ich wie verrückt irgendwo hinballern. Ach so.
Ja, ich dachte, man kann jetzt durch den Zaun schießen. War anscheinend ein falscher Gedanke. So. Aua! Wo kamen die denn jetzt her? Waren die vom Feind oder haben wir die jetzt irgendwie hergeholt durch irgendeinen ominösen Trick? Wow! Weil der Feind ist ja eigentlich nicht vorbereitet auf uns, oder? Ach, egal. Ja, gute Arbeit, Mr. Helikopterflieger. Na? Kommt's her, zeigt's euch! Ihr könnt euch nicht von mir verstecken. Na komm schon! Steh auf! Feigling! Na kommt's her, zeigt's euch! Ihr seid nur Ziele für uns! Wow, und keine Gegner. Ich glaube, jetzt habe ich sie provoziert. So, hinten, ja gut, dann hole ich meinen Sniper wieder her. Na komm. Wo denn? Ach, da hinten. Oh Gott, und endlich ein Safe. Ja, an der Stelle waren wir vorhin schon, wo ich gestorben bin. Tja, das war's mit dem Raketenwerfer. Na, warum so vorsichtig? Ah, okay, verstehe. Oh! Niemand da. Dann ist das Level aber schon vorbei, da muss doch irgendein Hintergrund noch dahinter sein. Weil sonst wäre das Level ja viel zu kurz. Ich schieße auf den Feind. Das tue ich. Viele Bildschirme. Da könnten sie super ein die EM dieses Jahres anschauen. Die Russen. So, hier. Oder machen die Russen in der EM überhaupt mit? Ich weiß gar nicht. Ich schätze mal schon, weil sie sind ja letztes Jahr schon ins Halbfinale gekommen. In der letzten EM. Na? Kann ich das irgendwie öffnen? Öffnen? Hallo? Nein, das ist... feinster Stahl! Den kann man nicht einfach mit einem Messer zerstören. Höchstens mit C4 oder so. Jetzt öffnen sich die Türen oder was? Hat es irgendeiner von unseren Kollegas geöffnet? Ach, haltet doch die Klappe! Bist du ein Gefangener? Was hast du denn getan, dass du in den Knast musstest? Was Klos? Hey, sperr's nicht bloß nicht ein, ja? Sonst bin ich hier mit diesen Klos hier aufgeschmissen. Waffenkammer gibt's hier auch, oh mein Gott, ist ja ein richtiges, keine Ahnung. Ist ja schon, ist halb Basis, halb Gefängnis, würde ich sagen. Oha, die sind ja ganz schön gut ausgestattet. Was gibt's denn da für Waffen? Einsatzschild, den kennen wir ja noch. Warte mal kurz, ich will mir erst eine gescheite Waffe holen. Was ist das für eine Waffe? Die Scheiße. Hey, hey, killst du alle Feinde ohne mich? Ich will auch noch ein bisschen Spaß haben. Ja, die ist gut. Die ist sogar sehr gut. Ich glaube, die behalte ich. Das sind Shotguns.
Ja, die kenne ich aus. Also ich spiele ja mehrere Shooter und die kenne ich, glaube ich, aus Left 4 Dead. Ach, da der mit dem Zielfernrohr. Gibt's ja auch ein Zielfernrohr irgendwo? Was? Ich soll ein Einsatzschild mitnehmen? Ich will den auch gar nicht. Aber wenn ihr das sagt. Ja, und jetzt? Kann ich den jetzt irgendwie verwenden? Ich wette, jetzt sterbe ich. Ach, Granate. Ich hab's gewusst. So, Scheiß auf den Anschluss. Einsatzschild. Ich bin doch gar nicht. Naja. Ja. Und wie kann ich den jetzt effektiv nutzen? Hallo. Jetzt habe ich eine Granate geschmissen, weil ich die mittlere Maustaste gedrückt habe. Die nehmen uns unser Dauerfeuer. Wie im Mittelalter. Burgen, Schilde, Waffenkammer. Ja, okay, Waffenkammer gibt's auch in. Gibt's auch heute noch. Also. Gab's im Mittelalter auch. Ey, zum Schlagen. Warte, ich muss erstmal healen. Oh, mein Schild hat einen Sprung. Naja, hol ich ein Glas nachher. Na, was denn? Hallöchen? Wo ist die Toilette? Ich muss aufs Klo. Okay, danke, jetzt habe ich mir in die Hose gemacht. So geht's natürlich auch. Huhn, dass hier alles gleich hochgeht, wenn es ein bisschen unter Beschuss steht. Hey, den wollte ich gerade schlagen. Na ja, gut. Mein Schild ist auch schon beschlagen. Okay, okay, zurück. Wow. Chill's mal. Ich muss hier erst regenerieren, dann kann ich weiter in den Kampf. Okay. Bam! Das haut dich wohl um, was? Komm, so hart ist das Schild doch gar nicht, dass man gleich umfällt. Okay, ich gehe ja schon in den Knast. Beruhigt euch. So, wo geht's denn jetzt lang? Kann ich das Schild wieder abnehmen? Machst du, seist du dich ab. Captain McTavish, letzte Ebene gesichert. Wir treffen sie uns. Im Einzelhaftblock funktionieren die Kameras nicht. Der Strom muss dort ausgefallen sein. Okay. Roger. Alle auf Nachtsicht umschalten. Auf Nachtsicht, okay. Pieces. Tumper. Ich sehe es hier, total schlecht ist gerade. Hey, hey, pass auf, was du machst. Brauche ich ein Schild noch? Nee, gell? So, tschüss. Ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube gerade seht, aber... Haha, von hinten. Hey! Ich hab jetzt gar nicht gerade geblickt, wo ich beschossen wurde. Scheiße, immer auf den Schild, der ist hier sehr ungünstig. Warte jetzt mal nachladen, dann können wir weiter kämpfen. Oh, gut, dass ich die Waffe genommen habe. Die ist hier super günstig. Okay, wo kam der Schuss her? Hier? Nein. Nicht jede Zelle ist sicher. Ah, da ist er ja. Okay. Hallo. Was ist denn jetzt schon wieder?
Ist das hochgegangen? Was? Die Navy? Die schwule Navy? Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Okay. Was ist das? Ein Reparaturkasten. Den können wir jetzt super gebrauchen. Hier ist alles kaputt. Hey, hey, Vorsicht, hier geht doch alles hoch. Ja, toll. Hallo, wo seid ihr denn? Sehe ich gar nicht. Irgendwie müsste es doch jetzt hochgehen, oder? Weil der Gas ausstürmt. Naja. Hallöchen. Oh. Ich wusste, dass er sich hier versteckt. Sprich Deutsch und nicht Russisch. Ich weiß, das ist deine Muttersprache, aber sprich Deutsch. Bam! Okay, dann springen wir mal die Mauer weg. Oh, ganz schön viele Feinde hier. Da muss ich mich in Acht nehmen. Was? Dusche? Solange es keine deutsche Dusche ist. Rache lohnt sich, das hat man doch schon mal. Boom! Na, wo seid ihr? Der stellt sich direkt vor meinen Schuss, naja gut. Ist halt Emo-Soldat. Ach, der lebt noch? Jetzt nicht mehr? Hallöchen? Okay, da gehe ich lieber zurück, ich bin angeschlagen. Ach, da oben. Okay, weg. Anonymous. Anonym. F. Dann macht's Buben. Schieße ich hier einfach mal blind auf die. So wie ich das Spiel jetzt gerade spiele. Blind. Oh, ich habe ganz schön viel Schaden angerichtet. Jetzt laufe ich wieder ein bisschen vorsichtiger. Hier oben kommen Feinde. Das heißt, ich stelle mich mal hier hin, dann bin ich hier geschützt, aber... Ach, da ist ja auch noch... Das könnten auch noch Feinde sein. Und das sind auch welche. Oh, ich habe Pieces umgebracht. Ja, es hat das ein... Es, Peace, rest in peace. Ha. Erstmal nachladen. Ohne nachladen kann man hier gar nichts feuern. Und jetzt kümmere ich mich um die andere Seite. Die habe ich schon längst alle ausgeschalten. Hä? Ja, ja, ja. Oh! Die Granate war super geschmissen. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Granaten zurückschmeißt. Haben welche Schilde? Ja, ich versuche mit einer Granate. Komm schon, Captain McTravish. Das haut dich um, was? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Weg, weg, weg! Oh, oh, da ist einer. Nein, 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 geh weg von mir. Alles muss ich machen. Ich habe hier zwei Granaten sogar. Hatten wir ja noch nie, dass zwei Granaten auf uns gefeuert wurden.
Ich muss mal kurz die Hände abkühlen. Okay, Granate. Für die Schilder. Die haben Angst vor Granaten. Okay, muss ich mir merken. Leute mit Schilder haben Angst vor Granaten. Na, ist da noch jemand? Ohoho. Da ist ja noch einer, der ist von meiner Nase. Gut, den hätten wir. Ich glaube, sein Schild nehme ich mal kurz. Oh, warte, ich habe ja noch ein Schild von vorhin. Okay. Zurück. Warten, bis ich regeneriert bin. Und mich vor der Granate nachnehmen, die gerade flog. Okay. Hi. Na. Ach komm. War hier ein Safe? Bitte ja, bitte Safe. Bitte Safe, Safe, Safe. Ja, es war ein Safe. Hab ich ein Glück. Zack, zack. Ich mach mal kurz Pause. Oh mein Gott. Hier für euch. Ich glaube, ich mach mal da mehrere. Und ich habe mich selber gekillt. Das Level kann noch lange dauern. Stört mich eigentlich nicht, aber beim Rennen wird es mich dann stören. Oh, so kann man es super machen. Alter! Ich glaube, ich kümmere mich zuerst um die da oben. Hier da vorbeizukommen ist extrem schwer. Hä? Da ist ein Schild. Da war auch ein Schild. Hat sich unbemerkt an mir vorbeigeschlichen. Oh Mann. Oh, sorry. Ich hab dir eine Kugel ans Knie geschossen. Okay, hier ist mal. Hallo, wo bleibt denn das Boom? Ich hab gerade eine Blende geworfen. Da oben ist ja noch einer. Habe ich schlampige Arbeit geleistet. Hallo, zeig dich, ich weiß, dass du da bist. Okay, jetzt gehe ich extrem vorsichtig vor. Weil hier sind überall Truppen, die stärker sind als wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Engel, bist du mein Schutzengel? Na, dein Schild schützt dich nicht ewig. Oh, anscheinend doch. Ich schieße auf den Schild. Siehst du? Funktioniert. Hat mir zwar nur over 1000 Munition gekostet, aber egal. Das war's wert. Schwerwisch, geh mal zu McDonald's. Hallo. Ja, komm her. Ja, also geht doch. Ich glaube, ich brauche eine AK, irgendeine eine Waffe mit einer heftigen Durchschlagskraft. Ich suche eine AK mal.
MP5. Tausche ich mal gegen den Schild. Okay, hier muss doch ein RK liegen. Die scheint eine starke Durchschlagskraft zu haben. Okay, mal gucken. Ach, das sind gar keine Schildegegner mehr. Ach Menno, jetzt habe ich mir extra eine starke Waffe geholt und dann sind alle Schildgegner down. Na komm, Sir. Ja, 12 Uhr, glaubt ihr, ich habe eine Uhr dabei. Mensch, Meier. Mensch, Meier, reg mir das auf. Hey, du. Ja, guten Safe. Pass halt besser auf. Siehst du, pass auf. Was hast du jetzt davon? Vielleicht bin ich down. Und dann hab's ich davon. Oh, schon wieder einen Kollegen getötet. So, wo soll ich jetzt hin? So, da runter irgendwie. Aber wie geht's? Ach, da unten, okay. Los, wir sind im alten Tunnelsystem unterwegs Richtung Süd-Südwest. Okay, folgen Sie weiter dem Tunnel. Das tun wir. Sprechen Sie mit mir, sprechen Sie, Ghost. Ich will hier weg sein, wenn die Schiffe wieder feuern. Weiter, wir sind fast da. Erfasse zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören. Bam! Ich hab dir das Leben gerettet, siehst du? Oh nein! Nein, nicht feuern! Ja, wir hauen hier schon ab. Ah, schnell! Wir haben es gleich. Lass mich durch. Ich bin der Wichtigste. Ich bin hier der Protagonist. Oh, scheiße. Hä? Ich wurde verschüttet, nehme ich an. Oh. Schneller. Ja, zurück. Jetzt. Hier lang, okay. Die ganze Basis bricht ein. Bravo 6, hier ist so viel hoch. Kann sie nicht sehen. Ah. Was soll ich tun? Bravo 6, ich sehe ihr Feuer. Geschirr wird abgelassen. Los! Ja, los. Ich komme hier schon. Jetzt, wir müssen schnell sein. Und nicht viel weg von hier. Oh, aber noch mega Glück. Die Basis ist jetzt hochgegangen. Bis zum nächsten Part.